Und damit sind wir zurück zur nächsten Folge von Dungeons and Dragons Dark Alliance. Jetzt haben wir den Endboss auf jeden Fall von den Hexen am Start. Also wir sind in der letzten Mission dran, die Rückkehr des Tyrannen. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt, wir haben die Missionen schon gespielt, müssen aber leider rückwirkend wegen technischen Problemen nochmal die Aufnahmen machen. Also spielen wir sie jetzt einfach nochmal, aber dafür auch auf der letzten Stufe erhabener. Let's go. Guck mal, mein Schild, Steven. Zum Beispiel, ja. Da stehen die 10 Gebote drauf, Alter. Ja, bleib mal stehen, wo bist du? Ja. Du sollst nicht Witze über die Zwergen machen. Träum weiter. Hat ja was anderes gelesen. Ach, hier kam ja kein Intro, genau. Nee. Und hier wurden wir verarscht, weil hinter uns nichts steht. Das war alles eine Lüge. Oh, warte mal, hier. Weg. Ja, warum? Siehst du, deswegen laufe ich auch nicht zurück, um Sachen zu sammeln. So, weil es einfach instant verschwindet, Alter. Ja, weil ich immer hinter dir bin und genau so weißt, du lässt es eigentlich eh liegen. Ja, mir geht's so mit Itemkisten, Alter. Immer wenn ich, wenn ich ankomme, sind die schon geöffnet. Ja. So, ich glaube, das Level war doch auch, das ging doch auch richtig schnell. Wir hatten jetzt nur den Bossfight. Ja. Nee. Dann könnte man den schönen Ausblick genießen. Mach dir mal 4 Minuten. Oh, legendäre. Meistens ist es auch so, ich gucke mich gar nicht mehr um, ob es noch was zu looten gibt, wenn ich aus dem Kampf komme, Alter. Ist dann eh alles schon gelootet und offen. Ja, ja. Nein, daneben. Mir ist voll ins Nichts gegangen. Bei mir ist er daneben gegangen. Ja, vor allem drücke ich E. Abmarsch. Drück ich E. Oh fuck. Daneben. Easy. Dann drücke ich, dann drück ich E und der Typ ist 15 Meter weit weg. Das war jetzt das dritte Mal E. Aua. Jawohl, Selbstballer. Easy. Denk daran, ne? Seltenheit. Aber vor allem, ihr habt, hast ja selber gerade gesagt, boah, wenn man das upgraden muss, dann 15.000 und so. Also es ist umso wichtiger, wirklich alles Gold einzusammeln. Ja. Das machen wir so oder so, als ob hier irgendwas liegen bleibt bei unserer Gruppe. Ich denke auch nicht. Ich glaub's doch selbst nicht. Ja, da sind wieder Zwergen mit den blauen Fäusten. Zwerge mit den blauen Fäusten, Alter. Ja, das ist sonst noch. Techno-Zwerge, Alter. Ach ja, ja, Techno. Wie sich das anhört, ey. Zwerge mit den blauen Fäusten. Boah, ich bin eingekämpft. Warum bist du eigentlich kein Zwerg mit blauen Fäusten, Alter? Du hast viel mit Tiger. Oh. Alter! Ich bin tot. Aber ich habe noch Hälfte des Lebens. Was passiert? Entschuldig. Das ist irgendein krasser Fluch. Der Fluch aus dem Buch. Warum kann ich nicht looten? Techno-Zwerge. Ich bin tot. Blöde Dinger, ne? Ja, Mann. Ah, hier ist noch einer, ja. Unheil. Unheilig. Vorsicht, der macht irgendwas. Ah, aua! Hinter dir, Vorsicht. Der Typ hinter dir ist schlimm, der. Der ist voll krass. T! Der hat Junge, in dein Gesicht. Noch ein. Ich komme. Nein. Als ob wir dich jetzt gebraucht hätten. Ja. Auf jeden Fall, also ohne mich hätte das jetzt nicht geschafft. Also hätte ich euch jetzt nicht gerettet. Guckt euch jetzt mal alles hier nochmal an. Aber hier nochmal jetzt, glaube ich, schon der Bossfight, ne? Hier oben. Siehst du? Tafel, Gold, Leute, ne?
Nicht teleportieren. Hier nochmal Gold. Perfekt. Das ist ein Fahrstuhl, aber keine Teleportation. Das zeige ich dir gleich mal einen Teleporter. Wie kann denn hier oben? Guck mal, hier oben. Hier hat jemand eine Kiste geöffnet. Und genau links daneben liegt ein Goldsack. Also. Das geht. Ich glaube schon. Warte. Ich glaube schon, dass bei dieser Gruppe auch was liegen bleibt. Nein, gar nicht. Im Notfall. Ja, toll. Lol, ich wurde gerade hochgeschmissen, ey. Schon wieder. Alles. Oh. Oh. Guck mal, ich werde jetzt mal hochgekickt. Ich dachte, du springst oder so. I died and it was their fault. I can still hear it. Calling, taunting. And here they are again. A chance for me to prove my worth. They will submit to my rule. I will reclaim what is mine. Umher. Auf dem Sack. Ah, das mit den Lichtern hier. Oh Gott, ja. Wir müssen dann wieder 50 Mal besiegen, oder? Wo ist er hin? Ich drehe den Kreis, aber er ist nicht da. Ja. Er hat keine Chance. Tretet auf ihn. He's going ultra. Ja. Kicken? Ja. Ist hier gut. Wo ist er denn? Hier vorne. So, schlag ihn. Ah, stimmt, der hat diese Ultra-Attacke. Oh. Jetzt brauchen wir ein Rätsel. Sehr schön. Was ist das? Das ist mein Moment. Den ich jahrelang gewartet habe. Beischein. Ach, das ist dieser Jaguar hier, den ich gerade zusammengeschaut habe. Scheiße, die Ulti kommt so mega anders. Oh. Down. Wiederbeleben. Oh, oh. Jetzt auch nochmal draufschlagen. Danke. Oh, oh. Weg, oder? Nee. Die weiß ich gar nichts mehr. Ich auch nicht. was geht denn hier ab? Das ist hier von. Warum machst du die ganzen Effekte, Mann, ey? Das ist doch nichts mehr. Ich kann halt nicht viel und das, was ich kann, ist verwirrend, Alter. Er kann nicht viel und das, was er kann, ist verwirrend, Alter. Lass mal an, ey, was da alles runterkommt, ey. Ich mach halt gerne mal den Schaden, damit das irgendwie. Nein! Was ist das? Aua! Warum? Was hab ich dir getan? Was ist denn das? Alter, wer hat denn das? Das war seine Attacke. Ja. Alter, das war ja grässlich schon. Das war gar nicht geil. Das hat er doch nie gemacht, oder? Also beim letzten. Motherfucker from hell. Abgeschlossen, nice. Ja, Mann. Gold. 4 bis 5 nur? Hä? Aber mehr als 5 geht nicht. Oh, ich hab ein Item bekommen, ja. Legendary, nice. Ach, ich hab ein Legendary. Durchgeführte Teamangriffe, 24, ey. Ich war einfach nur gut im Erhalten auf Schaden, Alter. Ah, da kills sie, das ist ihre da. Leech me to death, Alter. Echt, 516 Viecher waren hier als Gegner? Hä? Ja? Das ist doch zusammengezählt, oder? Wir haben da keine 516 Gegner, hallo? Nee. Vielleicht die 10 hier zu mir als sowas, oder? So eine Wiederbelebung, oder?
Ja, klar, übertreib halt, ne? Alter, 22, Alter. Keine Ahnung, was für... Oh, Alter. Und noch ein Alter. Basti, bester Spieler, Alter. Ja, easy. Der King of Killstil. Erst habe ich alle verwirrt, dann habe ich die Kills gestealt und keiner hat's gemerkt. Aber auch, aber es ist eigentlich auch eine doofe Regelung, finde ich so. Weil als Tank zum Beispiel wirst du das nie irgendwie sein. Sondern, hä? Basti macht nur ein Viertel von Schaden von wir uns trotzdem bester Spieler. Nimm dir mal ein Beispiel rein. Ja. Aber es ist halt durch seine Retzes, ne? Ja, keine Ahnung. Finishing Moves sind halt auch eigentlich. In anderen Spielen ist es ja auch so, dass die anderen keine Attacke mehr dafür wasten müssen. Ich mache halt eh nur Flächenschaden. Mhm. Ich will es nur irgendwie schön reden, ich weiß, aber ich gebe mir Mühe beim schön reden, okay? Wir gucken lieber nochmal nach. Aber der Legendary Helm, der muss, da muss ich sagen, also der ist echt gut. Den ich gekriegt habe. Ist echt gut. Mhm. Ist einfach nur derselbe Helm mit irgendwelchen Flügeln an den Seiten, ne? Die Beutetruhe ist leer, hä? Hä? So, Rang 4. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, du kannst nicht mal als 50% Crit-Chance haben. Okay. Okay. NK. Okay. 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 Let's see what I got in your size. $10,000 um abzugraden, ey. What the fuck, ey? Alright, looking good. You can thank me later. Yep, I'll take that. Viel zu teuer, der Scheiß, ey. Bargain. Your Highness? Mine now. For me, you shouldn't have. Sweet. Good call. Commerce rocks. Upgrade. Bestimmt. Uh-huh, that'll do. My favorite dwarf. Just take it already. Good call. See ya, Drist. So, das haben wir. Int haben wir auch erhöht. Skilltechnisch müsst ihr ja jetzt eigentlich auch alles fast haben, ne? An Fähigkeiten und Talenten. Mir fehlen noch 2 Talente. Mir auch. Ja. In Talent. 3 fehlen mir noch. Kampfoptionen habe ich auch schon alle durch. Ja, Kampfoptionen sind durch, aber Talente fehlen mir 4 insgesamt. Komischerweise. Fehlen auch nur noch 2.
Der zeigt mir immer ein neues an mit so einem Ausrufezeichen bei einer Sache, wo ich schon 8 von 8 habe. Mhm. Bin mir hingeblieben, ey. So, Leute, Alter. Auf jeden Fall sind wir jetzt durch mit der nächsten Folge. Oder mit dieser Folge sind wir durch. Wir haben den Orden des wahren Lichts abgeschlossen. Und mit der nächsten Folge gehen wir dann rüber in die Verbeg-Sause. Aber das sehen wir uns dann auch wieder in der nächsten Folge an. Wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.